Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich noch in Tierkreiszeichen Löwe, aber im Grenzbereich, weil übergeht in Tierkreiszeichen Jungfrau. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Zwillingsgeborenen Klarheit, Orientierung und Wahrheit. Und tatsächlich kommen zum klärendes Gespräch und die Zwillingsgeborenen erfahren die Wahrheit und sie haben auch mehr Orientierung. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist auch ein wichtiges Bedürfnis, ein klärendes Gespräch zu führen. Wichtig ist, nach Gefühl handeln oder über Gefühlen sprechen, so kommt das zum ein klärendes Gespräch. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft, und da bewegt sich einiges bei den Löwengeborenen. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten oder ein klärendes Gespräch. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren bewegt sich einiges in kommenden Tagen, gibt auch kleinere Veränderungen, besonders was die Wohnsituation betrifft, oder kommt ein Besuch. Ein klärendes Gespräch ist möglich, aber die Jungfrau geboren sollen intuitiv handeln. Oder wenn sie einen Vertrag unterschreiben, vor das Unterschreiben etwas noch überprüfen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben gute Ideen und das möchten sie auch verwirklichen. Die Chancenmöglichkeiten sind da, auch die Mut und die Kraft ist da. Und es ist auch sehr wichtig, ein klärendes Gespräch zu führen, das im Tat umsetzen. Das Problem ist, dass die Wagengeborenen können die anderen nicht überzeugen. Oder die Wagengeborenen versuchen gerade alle recht zu machen, aber die anderen haben eine andere Meinung. Also es ist nicht einfach zur Zeit, einen vernünftigen Gespräch zu führen bei den Wagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen bekommen ihren Rechte und endlich können etwas klären und haben auch zur Zeit Glück. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen bewegt sich einiges, auch in die Liebe, Partnerschaft, auch beruflich. Hier ist auch wichtig, die Gespräche, die Klarheit zur Orientierung. Die Schützengeborenen zweifeln aber zurzeit, weil sie haben das Gefühl, es bewegt sich nichts voran. Aber sie sollen nicht passiv sein, sondern es ist wichtig, Gespräche führen, Kontakte pflegen, auf anderen zuzugehen. Und so kommt etwas Bewegung und auch Klarheit und Orientierung. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben etwas aufgegeben oder etwas beendet oder sie könnten etwas loslassen und diese Leichtigkeit ist schon spürbar bei den Steinbockgeborenen. Es ist auch wichtig, die Gespräche suchen, nicht nur warten, bis diese Nachricht kommt, sondern auf anderen zuzugehen und auch Gefühle zeigen, auch Gefühle annehmen, so kommt es in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen fühlen sich zurzeit müde, erschöpft, kraftlos. Sie brauchen gerade die Ruhe und in diesem Ruhe liegt auch die Kraft. Dann geht das alles wieder voran. Ausland hat eine Bedeutung, entweder eine Reise oder Kontakte zum Ausland oder ein Besuch. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben zurzeit Glück. Sie bekommen ihren Rechten. Eine Überraschung ist zum Erwarten oder etwas gewinnen ist auch möglich bei den Fischengeborenen.
geboren. Nicht nur das, sondern sie bereinigen etwas, kommt in eine bestimmte Situation mehr Klarheit. Sie sollen aber im inneren Gleichgewicht achten. Bei den Tierkreiszeichen Wiedergeborenen gibt es einen Aufstieg in beruflichen Situation und da haben die Wiedergeborenen gerade die Kraft und auch den Mut, etwas Neues beginnen. Aber sie sollen gerade keinen Vertrag unterschreiben. In der Liebepartnerschaft haben die Wiedergeborenen Glück. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist auch ein Aufstieg, kommt auch in die Tagen etwas in Bewegung und auch klärendes Gespräch oder eine gute Nachricht. Und das war mein Tageshoroskop. Ich möchte aber noch die Blitzberatungen erwähnen. Es sind E-Mails-Beratungen und es geht blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation, stellen Sie Ihre Frage und Sie bekommen blitzschnell eine Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.